Hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires 4 Cast Nummer 238. Wir haben ein weiteres Ranglistenspiel mit dem deutschen Spiel in Orange, das ist Core. Hat hier die Chinesen am Start und sein Gegner in Gelb, das ist Wonder Enjoyer, spielt die Franzosen. Wir sind in der Grube, da hinten fehlt ein Stück Wald. Gerade ist so direkt aufgefallen auf der Minimap. Und ja, über Wonder Enjoyer habe ich nicht viel gefunden. In seinem Steam-Profil ist er als Taiwan markiert, also dass er aus Taiwan kommt. Wie verlässlich die Info ist fraglich, weil sonst habe ich gar keine weiteren Infos. Und er hat jetzt auch noch nicht mega viel diese Ranglisten-Season gespielt. Ist, ja, aber hier und da unterwegs. Tatsächlich spielt mehr Team-Games, was ich so gesehen habe. Spielt relativ viel 2v2. Aber auch 3 gegen 3 und 4 gegen 4 ist bei ihm mit am Start. Also er spielt da alles Mögliche an Runden. So, und wir haben auf der anderen Seite natürlich Korb, der spielt immer noch sehr fleißig und jetzt eben Chinesen gegen Franzosen als Matchup. Auch die Map ist dafür interessant. Kannst da nicht abschätzen, wer von den beiden. Ich würde fast Core ein bisschen Vorteil geben, aber ich, wie gesagt, habe zu wenig Infos, um da tatsächlich abschätzen zu können, wer hier der Favorit wäre. Wir haben auf jeden Fall im Early Game direkt schon mal das erste Dorf, das dann natürlich gebaut wird. Das heißt, Bevölkerungskapazität ist für Core die nächste Zeit überhaupt kein Thema. Den Franzosen geht ja nur das mit dem Haus und das erste Haus steht auch schon. Und das wird rausgewandert zur Mühle. Ein Move, den man von den Franzosen häufiger sieht, die letzte Zeit. Dass man einfach schnell effizient Nahrung sammeln kann. Dann kann man hier auch gleich das Wahrzeichen noch hinklatschen und dann die königlichen Ritter dem Gegner rüberbringen. Da kommt dann auch entsprechend direkt das Upgrade, die Überlebenstechniken, dass sich das mit den Rehen mehr lohnt. Erstmal auch den Schafsvorrat für eine längere Zeit. Und dann wird da als nächstes ein bisschen Holz gesammelt. Ja, Wahrzeichen wird noch einen Augenblick dauern. Für Core ist das Gold tatsächlich schon da, weil er auch Gold tatsächlich von Hand gesammelt hatte. Und dann ist einfach der Rest Kram, der fehlt die Nahrung. Und es startet die Barbakane. Und die kommt hier bei den Rehen, um sich die auch zu sichern. Auf der anderen Seite sind die ja schon in Beschlag durch die Mühle. Und da möchte man das eben absichern, weil man kann sich mit den Franzosen sehr einfach zusammenrechnen, dass da Ärger kommen wird. Dass da königliche Ritter unterwegs sind. Weil wir, denke ich, zeitnah dann auch eine Kaserne kriegen. Hier werden ein paar Schafe zerkloppt. Da ist generell viel Masse an Nahrung. Also da kann Korn eine ganze Weile arbeiten an der Position. Also die Franzosen bauen aktuell schnell die Dorfbewohner. Bis wir dann die Song-Dynastie kriegen, dann dreht sich das. Dann ist die Frage, ob wir weitere Dorfzentren kriegen. Tatsächlich, Kavallerieschule wird am Dorfzentrum gebaut, nicht draußen an der Mühle. Die sammeln da einfach Stück für Stück die Rehe weg. Das wird noch ein bisschen dauern. Und dann geht es hier in mehr Holz. Man hat hinten den großen Wald. Der sollte für eine lange Zeit eigentlich reichen. Man braucht schon ordentlich lange Games, dass dieser Wald ausgeht. Und da haben wir dann auch direkt die Kaiserliche Akademie mit unterwegs. Also Song-Dynastie startet in Kürze. Da gibt es die Mühle, um die Rehe zu sammeln. Vorbereitungsphase macht da Fortschritte. Ja, das noch auf der anderen Seite sieht man, erste königliche Ritter ist da. Das ist auch keine Überraschung. Schubkarre kommt mit dazu. Song-Dynastie ist jetzt ein Thema. Ja, das ist der Ritter, checkt mal die Lage. Aktuell Informationsstand von Wonder Enjoyer, doch er hat den Speer auch mit da draußen, also weiß eigentlich schon, wo alles rumsteht, sucht jetzt eben nach Dorfbewohner, Kills Goldader wurde bereits evakuiert. Da wird jetzt hauptsächlich Nahrung und Holz gesammelt und Steuergold kommt dann auch noch ein bisschen rein. Und wie man sieht, ein paar Speerkämpfer sind jetzt entsprechend auch da gegen den Ritter und da folgt dann einmal ein Holzfällerlager, dass man da weiter sammeln kann. Es ist ja in Reichweite von der Kaiserlichen Akademie, das heißt, man bekommt mehr Steuergold aus dem Gebäude. Und hier ist die Barbakane dann entsprechend im Weg. Die blockt hier ziemlich gut den kompletten Durchgang. Jetzt hier am Rand kann man sich damit noch durchquetschen. Vielleicht kassiert man eine Beinekugel von der Barbakane. Ja, eine Kugel fliegt, aber auf den Speer, das ist nicht so schlimm. Und hier hinten haben wir tatsächlich schon den ersten Marktplatz. Das ist ja richtig früh für Wonder Enjoyer. Und auch ein zweites Dorfzentrum kommt damit. Das heißt, er ist ordentlich greedy, kann man sagen. Hat einen Ritter, baut Marktplatz plus Dorfzentrum, um sich wirtschaftlich weit voranzubringen. Steine kommen jetzt auch für Core mit dazu. Auch entsprechend mit überwachen, dass da mehr Stein rankommt. Holz wird massiv gesammelt und dann kriegen wir die Song-Dynastie mit mehreren Dorfzentren. Die Speerkämpfer wandern mal raus. Ritter und Speer sind hier nichts wirklich Beeindruckendes. Und somit die Speerkämpfer, was können die überhaupt bewegen? Eigentlich auch nicht viel. Der Speer sieht, dass das zweite Dorfzentrum da ist. Also die Info, die hat Core bereits. Das Wildschwein geht auch noch an Wonder Enjoyer. Es hat hier eine ziemlich gute Nahrungszentrale mit Bärensträuchern. Da oben nochmal Rehe. Ist dann noch eine ganze Weile beschäftigt. Dorfbauernanzahl 31, 32er. Wir sind da immer noch in der Vorbereitungsphase. Da kommt noch mehr Masse. Da kommt das Dorfzentrum Nummer 2 für die Chinesen. Ja, das ist halt schon Thema. Also richtig früher Marktplatz, erster Ende läuft auch schon los.
um ein bisschen Gold hinterher zu schiffen. Aber auch das wird gesehen. Der Speer kommt da dran vorbei. Also das sollte Kor dann im Blick haben. Wollte auch hier eine Palisade bauen. Die wurde vom Ritter erstmal gestoppt. Da hat es den ersten Kill tatsächlich gegeben in diesem Game. Erster Dorfbewohner wurde gesniped. Weitere Ritter kommt hier angelaufen. Ja, der Händler macht sich auf den Weg. Gespannt, was Kors Reaktion da drauf ist. Aktuell eben die zwei Dorfzentren, die er da hat. Dorf von der Tennis 39 zu 36. Also da sind die Franzosen gerade auch ein kleines bisschen vorne. Und da haben wir den nächsten Händler. Also die Händleranzahl wächst langsam, aber sie wächst. Das sind die Palisade, wird dann noch fertiggestellt, dass das alles am Dorfzentrum vorbei muss. Und ja, es kommt einfach mehr Wirtschaftspower für beide Seiten. Speerkämpfer versuchen den Ritter ein bisschen zu jagen. Ja, der ist normalerweise deutlich schneller, sollte kein Problem sein, da wegzukommen. Und da haben wir jetzt die ersten Bogenschütze mit uns, dass die Speerkämpfer müssen jetzt selber etwas mehr aufpassen, wie sie tatsächlich kämpfen wollen. Ein Bogenschütze ist noch nicht so spektakulär, aber es werden mehr und der Fight verlagert sich mehr und mehr in Richtung französisches Dorfzentrum. Also wird für Kor schwieriger, tatsächlich Fuß zu fassen. Er hat einiges an Gold bereits, muss man sagen. Jetzt wird in der Nahrung noch einiges rangeschafft mit 22 Dorfbrunnen, die das sammeln. Und das ist alles, wie man sehen kann hier. Also die Mühle knallt ordentlich. Mit Überwachen und so vielen Dorfbewohnern. Das ist ein Nahrungseinkommen von momentan fast 700 pro Minute. Auf der anderen Seite sind es tatsächlich noch mehr. Und bei den Franzosen wird auch schon fleißig gesammelt. Gut, da ist ein Wildschwein noch mit dabei, dass da gerade weggesammelt wird. Wenn das dann kriegt, der erste Händler hier ein bisschen Ärger. Die ist nicht ganz so schnell. Da kommen die Speerkämpfer auch ran, wie man sehen kann. Und die wollen den surrounden, dass man den wegpieksen kann. Schaffen den Surround aber nicht ganz. Der Händler kommt noch ein bisschen weiter, kriegt aber weitere Peaks ab. Händler fällt. Die Speerkämpfer sind jetzt aber committed auf den Kampf hier. Der Ritter möchte nicht dagegen fighten. Die Bogenschützen, die nehmen die Einheiten jetzt Stück für Stück außer Land. Es gibt jetzt mehr und mehr Reiter auf der Seite von Kor. Und jetzt auch ein ganzes Set an Upgrades, das da mit dazu kommt. Aber Händler, mal einen erwischt, ein anderer läuft aber weiterhin durch. Und wie man sieht, drei weitere Händler sind noch eine Bauschleife, also das wird trotzdem mehr. Es gibt jetzt noch keine Antworthandelsroute von Kor. Auch kein drittes Dorfzentrum, das er sich da holt, sondern er ist weiterhin auf seinen 2 unterwegs. 48 zu 49 ist der Economy jetzt gleich auf. Und wie man sieht, die Dorfbewohner waren in der Zweite. Die lassen die Schafe erstmal noch in Ruhe und sammeln stattdessen lieber hier die ganzen Rehe, die noch sind. Das hat natürlich jetzt die Nahrung komplett ausgesetzt für den Zeitpunkt, wo die Dorfbewohner weggelaufen sind. Dafür sind es noch mehr Dorfbewohner jetzt mit 37 an der Nahrung. Holzpalisaden, also Kor will einfach nur seine Ruhe in seinem Gebiet, schafft es aber nicht, das Dorf fertig zu kriegen. Und hier an der Palisade gibt es nochmal einen toten Dorfbewohner. Das heißt, ein Kill zu drei Kills. Der eine Kill war ja der Händler, der Kill, den Kor da gemacht hat. Wir haben jetzt 5 Reiter auf dem Feld gegen 5 Ritter. Die Reiter sind da nicht die krasseren Einheiten. Königliche Ritter haben da mehr zu melden in diesem Kampf. Sprint treiben die da die Reiter zurück, bis es dann Richtung Dorfzentrum geht. Und Kor hat mehr und mehr und mehr Gold. Das ist bei 1100 Gold tatsächlich schon. Das stapelt sich bei ihm. Nahrung ist das, was ihm fehlt. Hat es da 41 Dorfbewohner auch an Nahrung. Wie man sieht, er zieht hier wirklich die Rehe weg. Die halten auch nicht mehr lange bei so vielen Dorfbewohnern, die da unterwegs sind. Man arbeitet sich währenddessen in den Wald hinein. Die Händler machen beide ihre Trips. Hier eben Wildschwein wird noch weggesammelt, das sollte nicht mehr allzu viel haben. Ja, die letzten 150 Nahrung. Und hier draußen wird tatsächlich auch schon Holz gesammelt. Und da geht's ans nächste Wildschwein. Also Wondenshire schnappt sich da sehr viel. Kor hält sich sehr defensiv. Will sein eigenes Gebiet und seine Ruhe haben. Wobei sein eigenes Gebiet noch nicht so ganz abgesichert ist. Also jetzt mit Begleitschutz wird es ein bisschen besser. Da kommt einmal das Rittertum-Upgrade, dass die Ritter sich heilen können. Bogenschützen, Ritterkombo auf dann setzen Speerkämpfer und Reiter. Und ja, Nahrung. Der Nahrungshunger ist groß. Man sieht, die Rehe verschwinden da nach und nach. Es geht dann an die nächsten Rehe hier außen, aber da ist dann auch bald Ende Gelände. Da hat man noch Bärensträucher in der Gegend, genauso wie die Bärensträucher weggesammelt werden. Es liegen aber noch Schafe rum, 8 Stück. So ein bisschen Nahrung liegt da noch. Und man kann dann theoretisch mit Kornspeichern irgendwo anfangen. Die Song-Dynastie ist ja da, so das wäre möglich. Da kommt jetzt noch die offizielle Prüfung, dass man mehr Steuergold einsammeln kann. Die Ritter treffen auf Speerkämpfer. Palisade wurde inzwischen fertiggestellt, aber dafür kann sich Wondenshire hier draußen halt entspannt das Wildschwein schnappen. Und das tut er eben auch. Wenn das jetzt hier weiter an Bärensträuchern, die verbleibenden Rehe, da liegt nicht mehr viel Nahrung rum. Wenn das nicht jetzt Bogenschützen pushen zusammen mit den Rittern, die Palisade ist noch kein Thema. Das heißt, Korm ist ein Teil seiner Truppe gar nicht zu Hause. Die Reiter sind einfach so unterwegs. Sind inzwischen bei 9 Händlern mit einem 10. der gebaut wurden. Das soll jetzt abgefangen werden. 72 zu 66 in Eco. Dafür muss aber Kor hier irgendwie verteidigen können. Ich meine, die Palisaden sind da links und rechts im Weg. Man wird da ziemlich krass gelotst Richtung Dorfzentrum.
Das ist ein massiver Baum, der Olivenbaum, aber bringt trotzdem 150 Holz. Ein Palisade wird jetzt wieder aufgebrochen werden. Das hinten gibt es aber Bagger am Marktplatz. Der ist gerade das Primärziel, bis man dann die Händler jetzt angeht. Der Händler läuft da außen rum und die Reiter laufen hinterher. Bisschen ein Elend hier gerade, aber ja, die Händler kriegen Probleme, weil die Einheiten sind weit, weit weg, um das zu verteidigen. Die Ritter machen hier immer noch die Palisade auf. Die Bogenschützen wollen gegen die Reiter gar nicht erst kämpfen. Da kommt jetzt ein Ritter angelaufen. Währenddessen hat hier gerade mehrere Händler erwischt. Der am Marktplatz kriegt auch nochmal weiteren Ärger. Nächster Händler spawnt, nächste Händler kommen vorbei. Das tut wirklich auch weh in der Wounded Joy Economy. Macht jetzt aber gerade Ärger am Dorf. Das wird abgerissen. Das wird bevölkerungstechnisch auch ein Problem werden dann. Währenddessen Marktplatz muss erstmal aufgegeben werden. Handelsroute muss erstmal aufgegeben werden, zumindest in der Länge. Ja, das Dorf ist gleich weg. Ist ein Ersatzdorf unterwegs. Bisher nicht, da ist die Bevölkerungskapazität erreicht. 108 von 100. Und die Ritter laufen einfach weiter rein. Aber es sind einige Speerkämpfe hier, das sind einige Reiter hier. Da ist ein bisschen Verteidigung da. Da wird einmal noch der Reichsbeamte umgecharged. Den hat es gerade noch erledigt. Neues Dorf ist gebaut und die Reiter haben hier sehr viel abgeräumt, muss man sagen. Die nehmen auch nochmal hier und da einen Händler mit. Also das sind die Verluste schon ordentlich. 6 zu 4 in der Eco, was die Verluste betrifft. Die Truppe hat es jetzt erstmal zurückgezogen. Kursverteidigung hat soweit gehalten. Sammelt da weiter Holz und Nahrung. Hauptsächlich Nahrung, aber wie macht er das weiterhin? Weil, ja, wie man sieht, Bärensträucher gleich weg. Hier die Bärensträucher halten auch nicht mehr lange. Dann hat er noch die Schafe. Und dann wird das nahrungstechnisch schwierig. Kommt da nicht weiter raus. Das wird schon hier... Wie viel hat das noch, wenn ich es angeklickt kriege? 800 noch. Ja, da hinten wäre noch Bärensteuer, die man sammeln kann. Also Korn muss ich eben überlegen, wie es langfristig mit seiner Nahrung angeht. Er hat, sammelt jetzt Holz. Also da ist der Umschwung auf Kornspeicher mit Feldern. Währenddessen Marktplatz soll neu gebaut werden. Da kommt ein ganzes Satz an Einheiten, um das auch zu verteidigen. Weil die Reiter haben jetzt hier lange genug genervt. Die Reiter haben einiges angerichtet, jetzt aber mit gegen Ritter plus Bogenschützen zusammen. Ist noch ein bisschen für die Ritter, kommen jetzt auch von der anderen Seite. Für die Reiter wird es jetzt etwas schwierig, das zu überleben. Und dann kann man die Handelsroute wieder mit Trieben. Aber die wurde ein gutes Stück lang ausgesetzt. Wir sind bei 81 zu 81 in Eco. Also da ist Korn noch voll dran. Hätte es genügend Ressourcen für sein Wahrzeichen. Das kommt doch. Astronomisch Otomus unterwegs. Währenddessen werden seine Reiter zerlegt. Die letzten drei leben noch. Und dann gibt es irgendwann den nächsten Markt. Wie man sieht, hier chillen schon 5 Händler. Die würden gerne wieder weit arbeiten. Dazu muss das Gebäude fertig werden. Und da kommt Kornspeicher Nummer 1 mit den ersten Feldern. Da könnte man auch den nächsten nebenan setzen. Hier ist die Fläche dafür. Wolf wird noch weggeräumt, Barbakani ist da in der Gegend. Trotzdem, das ist nicht die beste gesicherte Position. Das sammelt sich hier Wonder and Scheuer, weitere Rehe noch weg. Und eben das Wildschwein wird auch noch aufgebraucht. Und da geht es noch raus an die Bärensträucher. Jedes bisschen Nahrung wird noch zusammengekratzt. Weil auch bei den Franzosen sind Felder die ersten paar im Einsatz, aber nicht wirklich groß flächendeckend. Aber es muss mehr werden, weil auch hier ist es so, die Rehe leben nicht mehr ewig. Und die Bärensträucher gehen auch zur Neige. Königinstitut ist unterwegs und da kommt Kornspeicher Nummer 2. Also da geht es dann weiter. Das muss jetzt aber verteidigt werden von Kor. Er hat sein Wahrzeichen durch. Upgrades aber noch nicht. Es kommt ein Upgrade für Speerkämpfer. Das dauert noch ein bisschen. Reiter jetzt treffen auf Ritter. Speerkämpfer mischen sie jetzt auch mit ein. Ein Handgemenge. Man sieht, die Reiter wollen unbedingt durch. Aber die Ritter blockieren das gerade sehr, sehr gut. Die Reiter werden komplett gebodyblockt. Kommen nicht an die Bogenschützen ran. Ein paar Reiter laufen komplett entlohnt. Währenddessen kommt die Speerkämpfer da einiges abräumen. Und deren Upgrade ist jetzt auch drauf. Also die Speerkämpfer sind ein Stückchen besser. Aber sind die genug gegen so viele Bogenschützen, die noch übrig sind? Kor wird da ein paar Schwierigkeiten kriegen, wenn das nun versucht, eigentlich die Felder anzulegen. Das wird mehr Probleme geben. Ne, sein Militär verliert diesen Kampf und zwar deutlich. Kann er das nochmal retten, ist jetzt die Frage. Jetzt muss er halt auch seine Nahrungsversorgung gerade aufgeben. Die Felder, die er gerade angelegen hat. Die Barbakane ist noch ein bisschen im Weg. Die kann noch ein bisschen weiter verteidigen. Aber bis die durch die Einheiten durchkommt, das wird dauern. Wenn das nächste ist, das Dorfzentrum, das man dann auch füllen kann. Reinforcements kommen. Es werden Steine gesammelt, es wird Gold gesammelt hier hinten. Aber Nahrung ist dann... So ziemlich das Hauptproblem, weil da gibt es auch gleich Ärger. Das wollen beide die Bärensträucher haben. Die letzten paar, die da noch übrig sind. Das sind der Trupp hier. Belagert erstmal nur die Felder. Wo sind die Ritter hin? Okay, die Ritter sind reingegangen und die zerlegen gerade weitere Einheiten und auch Dorfbewohner. 7 zu 9 Kills in der Eco. Währenddessen die Reiter sind weitergelaufen, wollten wieder zu den Händlern, aber werden von den Reinforcements abgefangen. Kor kommt nicht wirklich raus aus seiner Base. Zumindest nicht sehr erfolgreich gerade. Die Ritter werden dafür aber wenige. Man sieht einen am anderen Feld hier um. Das Dorfzentrum jagt da ein paar Kugeln rein. Die Ritter sind noch zu viert und sind ziemlich angeschlagen. Jetzt ein bisschen Heilung setzt ein. Die Speerkämpfer auf Stufe 3 sind ein Problem. Die Ritter sind nämlich immer noch auf Stufe 2. Denn Upgrade wird jetzt erst fertig. Jetzt wo kaum noch Ritter hier gerade vorne am Start sind, muss man auf die nächste Welle warten. Wir müssen die Bogenschützen zerlegen. Mit mühseliger Handarbeit. Ein Feld nach dem anderen. Das braucht sehr, sehr lange. Und da kommt jetzt nebenan noch ein Bergfried, um diese Position besser unter Kontrolle zu kriegen. Um die Felder besser zu schützen. Wie sieht es hier aus? Der Außenposten wurde nichts. Beide Seiten, oder wurde nicht gebaut einfach. Beide Seiten farmen sich jetzt durch die Bärensteuer durch. Und weitere Dorfbewohner wandern hier gerade raus. Die wollen zu den Steinen da oben. Das ist lustig, wie sie sich
da einfach aneinander vorbeilaufen. Bergfried wird gerade so rechtzeitig fertig. Das heißt, die Bogenschützen müssen jetzt aufpassen. Die kassieren noch mehr Schaden. Haben einige Felder abgeräumt, aber das tut jetzt halt schon weh. Da fliegen jetzt zweimal die Kugeln, da fliegen massenhaft Pfeile. Für die Einheiten unangenehm. Die Bogenschützen selber sind noch auf Stufe 2, werden jetzt wenigstens noch Ritter mit dabei. Trotzdem, Kor hat einfach nicht genügend Militärpräsenz, um das in den Griff zu kriegen. Er versucht es mit dem nächsten Bergfried hier irgendwo, sich da abzusichern. Ritter laufen jetzt wieder mit rein. Die Ritter sind stärker. Die Dorfbewohner werden weggecharged. Die kriegen richtig große Probleme. 108 zu 87 in der Eco und dabei noch einiges untätig für Kor. Da hinten kommt der Bergfried jetzt zur Absicherung. Aber das ist die Fläche komplett unverteidigt. Hier draußen, Bärensteuer sind fast komplett weg. Weiterhin Steine werden so schnell es geht gesammelt. Da kommen jetzt auch noch die Dorfbewohner gelb vorbei. Aber Steinvorkommen wird einfach nur runtergesaugt und Bärensteuer sind gleich komplett erledigt. Toll, wenn wir beide Seiten an den gleichen Ressourcen arbeiten. Hier geht es an die große Goldader. Da gibt es aber auch Außenposten von Kor. Um da noch ein Wörtchen mitzureden, die Armee von Kor ist hinten drin. Da erwischt es nochmal einen Reichsbeamten, der eigentlich nur Steuergold zusammenkratzen wollte. Militärisch wird wieder ein bisschen was aufgehört, aber ja, Kors Nahrungsversorgung ist noch nicht so üppig. Sie leuchtet wieder ein bisschen an, weil da kommt jetzt eine Steinmauer. Das heißt, er schließt die gegnerische Armee tatsächlich ein. Wondenjoy bringt jetzt seine Armee hier nicht mehr raus. Das ist natürlich ein ganz anderes Problem. Bergfried steht hinten mit dabei, Dorfzentrum wird befüllt. Ritter charge mal auf die Dorfbewohner. Meinst du, 27 Kills, das ist schon einiges. Aber es ist eine Armee hier drin eingespannt. Die Frage ist, wie man diese Armee hier überhaupt einspannt. Die sorgt trotzdem noch für sehr große Probleme. Weil die Steinmauer wird währenddessen nach und nach fertig. Ja, die sollte komplett fertig werden. Und das sind noch keine Belagerungshaften, um da einfach so durchzubrennen. Das heißt, Reinforcements kommen hier erstmal nicht an. Und die Einheiten, wie gesagt, die sind hier geblockt. Und da stehen ein paar Bergfriede und ein paar Dorfzentren im Weg. Also sie kriegen hier und da ein bisschen Kugeln ab. Da wären sogar nochmal Steine da draußen, die man sammeln kann. Und da, okay, hier gibt es nochmal einen Bergfried. Und der Bergfried wird dann auch die Economy von Wonderjoy ein bisschen nerven. Er will nämlich da das Gold sammeln. Das wird nicht funktionieren. Da sieht man eben auch die Änderung, dieser Schuss, der da mehrfach jetzt kommt. Von dem Bergfried, da wurde ein bisschen angepasst. Und die Dorfbewohner, ja, müssen hier abhauen. Da werden mehrere noch weggesniped. Also da auch Verluste für den Spieler Geld, wenn das die Bogenschützen belagern, mal wieder die Felder. Aber da regnet es halt. Es regnet halt einfach. Es regnet einfach Schüsse von der Static Defense, bis man diese Armee endlich klein bekommt. Also Kor hat das irgendwie überstanden. Er hat nur noch ein paar Bogenschützen hier drin. Eben seine Steinmauer ist fertig. Es gibt gerade nach wie vor noch keine Einheit, die durch die Steinmauer durchbrechen kann. Aber die Bogenschützen zerlegen trotzdem noch Sperrkämpfe. Die Sperrkämpfe sind tatsächlich nicht genug. Die Gebäude haben da mehr Arbeit gemacht. Dafür, die Position hat irgendwie gehalten. Die Goldader kann man noch sammeln. Die Steinquelle ist leer. Und da steht tatsächlich auch ein Händler jetzt von Kor rum. Sicher, wo es seinen Marktplatz hat, aber irgendwo muss da einer sein. Da steht sein anderer Bergfried. Hier die Felder kriegen immer noch Ärger, bis der Bergfried die wieder reinsnipt. Und ja, die Nahrungsversorgung war auf jeden Fall eine Herausforderung. Hier gab es auch immer noch ein bisschen Ärger. Durch die Außenposten, die da immer noch ein paar Einheiten aus dem Leben snipen. Wenn das in der Reiter versucht, hinten die gegnerischen Händler zu stören. 117 zu 93 in Eco. Und da sind 12 Händler im Einsatz. In der Gesamtheit. Und jetzt geht es an der großen Goldader weiter. Der wird auch schon ein bisschen gearbeitet, aber nichts Großartiges. Und die Bogenschützen, wir sind gleich so weit, dass die Bogenschützen weg sind. Also Kor hat es irgendwann einmal hingebracht, diese Armee zu stoppen. Das hat sehr lange gedauert. Hat sehr viele Verluste auch mit sich gebracht. Und das sind hier wird einfach nur das Bergarbeiterlager beschossen. Steinmauer hier. Und dann kann man hier theoretisch eine eigene Handelsroute zünden. Wäre eine Option, nachdem die restlichen Ressourcen ja alle aufgebraucht sind. Gut, die Steine sind hier noch da und die werden jetzt auch weggesammelt. So, es soll einen weiteren Bergfried geben. Währenddessen mehr Infanterie bei Wondenjoy, immer noch keine Belagerungswaffe mit dabei. Stattdessen folgen weiter ab. Jetzt hat auch immer noch ein bisschen Ärger mit dem Reiter hier, der auf seinen Händlern rumpiekst. Währenddessen hier haben wir noch einen einzigen Bogenschützen, der dann nervt. Kann man den mal noch erledigen. Gut, das Bienennest kümmert sich drum. Währenddessen soll es hier einen Durchbruch durch die Holzpalisade geben. Aber da muss man dann am Bergfried und Hauptdorfzentrum vorbei. So, der Weg wird nicht ganz einfach. Man kann zumindest die Goldader stoppen. Militärisch hat Kor halt gar nichts. Buchstäblich keine Einheit, aber ein Bienennest. Das ist alles, was er besitzt. Sein Gegner stellt sich jetzt hier auf dem Bergfried auf. Aber wie man sieht, es werden noch viele Ressourcen gesammelt. Viel Holz, das heißt, da werden Felder aufgerüstet. Eventuell kommt dann auch noch ein dritter Kornspeicher mit dazu. Um das dann vernünftig in den Griff zu kriegen, weil Nahrung war lange ein Problem. Gold wird dann auch noch weiter fleißig gesammelt. Das Bergarbeiterlager wird Stück für Stück runtergeschossen. Und da, wie man sieht, laufen gerade Waffenknechte durch. Waffenknechte plus Sperrkämpfer. Das ist noch ein Mönch, hat irgendwann angefangen, Reliquien zu sammeln. Wir haben jetzt hier ein paar Felder im Einsatz. Wobei die Nahrungsekonomie von Wondenjoy jetzt auch noch nicht so spektakulär. Ich glaube, ihr kriegt einfach sehr viel Gold. 1600 pro Minute, das ist ordentlich viel Gold. Schmiede-Upgrades, Wirtschafts-Upgrades, da wird noch weiter erhöht. Währenddessen haben wir jetzt hier Palisade gegenüber der Steinmauer. Dass das noch mehr verhärtet wird, die Front. Und da geht es an die geweihte Städte. Die sind alle drei theoretisch erreichbar für Wondenjoy. Währenddessen gibt es hier nochmal eine Steinmauer. Also Kor will sich die
die Insel hier oben absichern. Also es wird, denke ich, danach einen Marktplatz geben an der Position. Ich bräuchte hier aber noch irgendwo eine... Wir sind ja generell die Linie, da wo die gegnerische Mauer steht, da müsst ihr selber noch eine Mauer hinkriegen. Für eine Verteidigung. Okay, der andere Kornspeicher kommt hier hinten rein, dass das besser abgesichert ist, dass es nicht so weit vorne steht wie das hier, weil das ging ja schon ziemlich schief. Weitere Wirtschaftsupgrades folgen auch bei Kor. Der hat absolut ist krass mit seinem Minimal-Militär. Aber die Truppe will gerade nicht vorwärts pushen. Beide pumpen einfach mehr Masse. Da haben wir noch mehr Felder auch für die Franzosen, was halt auch benötigt wird. Wenn das Handelsruder ist auf 18 angestiegen, die Goldader werden leer gearbeitet, wirklich. Wie viel haben wir da überhaupt noch? Die beiden waren da schon ziemlich fleißig. Gut, Steine können die Franzosen noch fleißig sammeln. Da hat Von anscheinend noch gar nicht viel angerührt. In Sachen Gold, er war an der hier schon dran. Da fehlt aber noch nicht so viel. Und der Golder da arbeitet jetzt auch, hat ein bisschen Passivgold. Na, natürlich Händlergold. Ist die Frage, wie viel Gold muss man tatsächlich sammeln, wenn man dann eh sich auf Händler stützt. Goldader wird auch immer weniger. Der Bergfried oben hat sich dann irgendwann auch mal durch das Bergarbeiterlager durchgearbeitet. Und da ist auch ein Mönch tatsächlich von Kor unterwegs. Aber der schafft es wahrscheinlich nicht, oder? Der ist ja tatsächlich dieser eine Abschnitt, der fehlt. Das heißt, der Mönch kommt zwar rein, aber wahrscheinlich nicht lebend raus. Und hier haben wir ja Bergfried für die Produktionsgebäude, für günstige Produktion. Meine Reliquien technisch. Kor hat es irgendwie geschafft, sich zwei Reliquien zu krallen. Und jetzt kommen aber die Ritter vorbei. Die treffen hier aber auf eine Steinmauer, hier auf die Holzpalisade. Und da oben gibt es dann neue Häuser tatsächlich. Also es gibt Infrastruktur hier oben. Es ist weit vom Schuss, die ganze Ecke. Die anderen Ritter versuchen sich hier durch die Holzpalisade zu arbeiten. Die Sperrkämpfer sind unterwegs. Die wurden jetzt wieder gebaut. Schmiede-Upgrades von Kor jetzt auch aufgeholt. Hat sogar fast die besseren Schmiede-Upgrades. Hat auch die besseren Wirtschafts-Upgrades. Ja, hat alles auf 2. Ja, Palisade ist offen, aber wie gesagt, Sperrkämpfer sind da. Und die Ritter wollen dagegen nicht unbedingt alleine kämpfen. Nicht ohne Bogenschützen. Oder generell Fernkampf. Armbrustschützen ist nämlich jetzt die Waffe der Wahl. Marktplatz haben wir immer noch nicht. Dafür hier mehr und mehr Häuser hier oben. Und 200 Bevölkerung für Kor. Dessen geht es hier an der Goldader zur Sache. Da steht aber ein weiterer Bergfried im Weg. Wurde rechtzeitig fertig, wurde befüllt. Und die Einheiten müssen sich wieder zurückziehen. Und damit wird hier weiter Gold gesammelt. Also Kor sammelt sich durch die ganzen Goldadern durch. Hat jetzt hier seine Felder auch mal. Auf der anderen Seite sind auch die Felder jetzt in einiger Masse vorhanden. 50 Dorfbewohner, die Nahrung sammeln. Da kommen die königlichen Blutlinien. Das ist ja das Institut, das Sattelswiesel kommt noch mit dazu. Die Händler laufen weiter inzwischen 19 Stück. Das sind gar nicht viel mehr geworden. Wie man sieht, mit Holz war das auch gerade mehr verteilt. Hier wurde schon ein bisschen gesammelt an der Seite. Hier hat man sich eben reingearbeitet. Und jetzt sammelt er an der Ecke auch noch das Holz weg. Ansonsten Stein ist immer nicht so seine größte Priorität. Einfach den einen Bergfried, den er da gebaut hat. Nicht mega viele Steine im Einsatz. Und hier tatsächlich einige weitere Städte soll an Kor gehen. Die in der Mitte ist noch in keinem Besitz. Die hier oben gehört Wandernscheuer und Geisterpfad ist unterwegs. Also das nächste Wahrzeichen kommt. Es kommt hier außen, wo auch die anderen Felder mit dabei sind. An den Kornspeichern. Das heißt, weitere Upgrades können da gebaut werden. Okay, ein paar Ambo-Schützen. Die wollen sie nicht wirklich mit dem Bergfried anlegen. Nach wie vor. Also er hat einfach kein Stück Belagerungswaffen gebaut. Ist nicht so, dass es nicht könnte. Er hat sogar Werkstätten dafür. Also es kommt danach dann. Erstmal noch der Schritt dann in den Roten Palast. Der soll hier die ganze Fläche noch blocken. Der hat auch eine gute Schussreichweite. Es dauert, bis die Dorfbewohner ankommt. Da kommt das Upgrade für die Händler. Die Händlergilden, dass die passiv nochmal mehr Gold erzeugen. Also die Wandernscheuer Economy wird richtig krass. 150 Wirtschaftszahl zu 130. Also die beiden, trotz der Schlacht, wo es für Kor wirklich schlecht stand, jetzt irgendwie hat sich das hochgeschaukelt zu einem massiven Economy-Game. Gerade für die Franzosen hier, das wird richtig, richtig heftig. Die Ritter sind jetzt drin, die Dorfbewohner müssen fliehen. Der Bergfried knallt mit rein, die Bienennester knallen mit rein. Die Bienennester werden aber auch schon direkt angegriffen von den Rittern. Da drüben fällt das erste, das zweite nimmt sehr viel Schaden, das dritte ist auch in Gefahr. Sperrkämpfer werfen sich in den Weg. Der Bergfried steht dafür immer noch und der Bergfried kann die restlichen Einheiten aufhalten. Es ist aktuell immer noch nichts da, was dem Bergfried gefährlich wird. Roter Palast wird hochgezogen, Stück für Stück, während das ein Upgrades folgen für Kor, wo der Imperialzeit ist. Aber die Ritter laufen nochmal durch, wobei hier auch ein Bergfried mit im Weg steht. Es sind einfach so viele Bergfriede überall. Damit die Runbys nicht so schlimm sind. Trotzdem sterben ein paar Dorfbewohner. 47 wurde da bereits zerlegt zu 17 auf der anderen Seite. Aber die Ritter kommen nicht so weit. Das hatten wir schon deutlich stimmen. Da kommt jetzt die Steinmauer, um dann wirklich eine eigene Handelsroute absichern zu können. Und hier steht auch das Kloster tatsächlich rum. 2 zu 2 in den Reliquien. Die letzte liegt tatsächlich hier. Also die wäre für Kor erreichbar. Oder für Wandernscheuer theoretisch auch. Ich meine, er kann durch die Palisade durch. Müsste nur mal weit laufen. Wissen die überhaupt, dass das Ding hier liegt? Nein und ja. Also einer weiß es, der andere nicht. Kaiserpalast kommt jetzt noch als nächstes für mehr Sicht und für die nächste Dynastie. Wo baut er den denn eigentlich? Ich finde den gerade nicht auf der Minimap. Das ist der Geisterpfad. Wo kommt der Kaiserpalast? Ach, hier hinten. Okay, in der Mitte. Das heißt, er sieht dann mehr über die ganze Fläche im Normalfall. In alle Richtungen.
Ja, die Fronten sind jetzt ziemlich verhärtet. Mit Palisaden, Mauern überall, Bergfriede überall, Upgrades folgen noch. 137 ist 133 Wirtschaft. Da wurden bereits ein paar Dorfbewohner gerade verheizt von Wonder Enjoyer. Währenddessen, okay, der Mönch chillt hier. Die Goldader ist fast weg. Die Steine werden noch weggesammelt. Händler sind. Da muss ich mal auf ein richtiges Spiel umschalten, dass ich die komplette Zahl sehe. 21 sind es jetzt hier. Ja, das in der Mitte geht es voran mit einem Rambock, der mal am Bergfried anklopft. Aber das sind Roten mit dabei. Belagerungswaffen, okay, da kommt ja königliche. Ne, keine königliche, normale Kanone. Es fehlt die Artillerieschule für königliche Kanonen. Aber trotzdem französische Kanonen kommen. Das heißt, für die Bergfriede wird es gleich deutlich ungemütlicher. Währenddessen gab es hier einen Durchbruch von Chorseite aus. Die Palisade ist weg, aber der Außenposten plus der Bergfried werden jeden weiteren Ansturm da erstmal aufhalten von den kleinen Truppen. Wie man sieht, Geisterpfad pumpt noch Upgrades für die bessere Sammelrate. Elite Feuerlanzenreiter folgen. Ich meine, die Wirtschaft ist jetzt schon ziemlich mächtig. Chor ist tatsächlich noch nicht auf 200 Bevölkerung, hat viele Speerkämpfer, rüstet halt auch immer noch auf mit den anderen Upgrades. Gerade Feuerlanzenreiter könnten ein wichtiges Thema werden und, ach okay, er hat den Trupp hier durchgeschickt. Da hat, mit dem hat er die Palisade aufgebrochen, es ist nur ein kleiner Teil zurückgeblieben, der Rest hat sich hier um Holz, Bergarbeiterlager und, Belagerungswerkstatt, Entschuldigung, und hier um den Marktplatz, um beide Marktplätze schon gekümmert. Also ein weiteres Mal die Grätsche in die Handelsroute. Das wollen dann schon ein bisschen nerven. Er schickt die Kavallerie rein. Er ist ein Elite-Königliche-Ritter mit ihrem Upgrade, aber sie treffen auf Elite-Sperrkämpfer in einiges an Anzahl. Also gar nicht mal so gemütlich. Und hier werden noch Dorfbewohner gejagt. Also das muss jetzt erstmal in den Griff kriegen. Ambroschützen kommen rüber. Wie sieht es denn das mit den Kanonen aus? Nicht sicher, wo die im Einsatz sind, aber der Bergfried steht noch vor dem Chor. Und die Einheiten von Wondertroy müssen sich noch ein bisschen mehr bewegen. Es sind viele Händler auch dabei draufgegangen. 131 jetzt 138. Necron-Chor hat sich die fünfte Reliquie geschnappt. Die Sperrkämpfer wuseln immer noch. Und währenddessen kommen weitere Upgrades für den noch stärkere Eco. Ich meine, die Einkommen pro Minute sind jetzt schon ziemlich krass. Beide mit 2500 Nahrung. Das hat tatsächlich auch über 2500 Holz. 1800 Gold. Also Chor ist da rundum gerade besser aufgestellt in der Wirtschaft. Die Sperrkämpfer pieksen hier immer noch und sorgen für ein paar Probleme, bis das endlich gestoppt wird. Und eben hinten, die Marktplätze müssen weiteres Mal neu aufgebaut werden. Palisade ist vielleicht noch gebaut und da sind die nächsten Sperrkämpfer noch im Weg. Die nerven da immer noch. Das ist ein Bergfried, noch nicht direkt unter Beschuss. Oh, da ist steht ein ausgebrannter Außenposten. Der lebt nicht mehr. Seine Überreste sind aber noch da. Da bewegt sich jetzt die Kanone ran. Und die knallt jetzt gleich mit 600 Damage gegen ein Gebäude. Und der Bergfried blockt noch mit seiner Rüstung was davon. Aber es schlägt jetzt hier erstmal ein. Währenddessen fliegt der Pfeil da drüben auch mit rüber. Reiter versuchen direkt die Kanone jetzt anzugehen. Weil die Einheiten sind gerade nicht hier. Die haben ja gerade noch gegen die Sperrkämpfer verteidigt. Die wandern gerade noch ein bisschen. Das heißt, die Kanone steht vorne ein bisschen offen. Kanone wird auch erfolgreich zerstört. Der Bergfried hält also noch ein bisschen. Weitere Kanonen sind unterwegs. Aber 200 Bevölkerung, das heißt, die Kanonen werden gerade gar nicht fertig, weil die Bevölkerungskapazität, ja, am Limit ist. Da stecken noch mehr Waffen gerade drin in der Bauschleife, die damit nicht durchkommen. Währenddessen Feuerlanzenreiter, darauf hat Chor jetzt umgeschwenkt. Massig Feuerlanzenreiter. Da kommen noch weitere Upgrades mit Pyrotechnik, da kommen weitere Schmiede-Upgrades. Drei Wirtschafts-Upgrades sind noch kein Thema. Da kamen auch 10 Scheunen mit dazu. Also wenn man bedenkt, wie schlecht das für Chor aussah, mit wirklich 0 Militär, hat sich da irgendwie nochmal rausgewunden. Hat jetzt, wie man sieht, Pagode im Einsatz, um seine Reliquien zu nutzen. Das Einzige, was er eben nicht hat, ist ein Marktplatz, um mit Händlern was anzufangen. Sondern er, wie man sieht, sammelt da noch sehr von Hand. Lässt da noch nichts von Händlern erledigen. Die Feuerlanzenreiter sind aber drin. Das heißt, das wird wirtschaftlich noch ekliger. Es sind zwar 68 zu 48 Kills. Das hat Chor tatsächlich jetzt umgedreht, die Anzahl an Dorfbewohner-Kills. Und da kommen noch mehr. Also, wo ist die Armee in Gelb? Die wandert hier ein bisschen. Ich meine, der hatte sehr viel Economy, das heißt nicht so eine große Armee und er jagt hier gerade ein paar Feuerlanzenreiter. Aber es sind halt überall Feuerlanzenreiter gerade unterwegs. Da sind Dorfbewohner in Gefahr in Massen. Gerade hier liege ich ja auch am Gold, da chargen die gerade, man sieht das nämlich, es ist Splash Damage. Die Feuerlanzenreiter räumen fröhlich durch und somit droppt man da weiter und weiter. 115 jetzt zu 138. Der Wonder Enjoyer war dafür noch nicht so ganz ready. Hatte Textilien, er hat Textilien immer drauf, also könnte schlimmer sein, der Schaden könnte noch krasser werden. Dorfzentrum rettet immerhin. Zumindest die Dorfbewohner, die hier dritten Platz haben, aber er fällt gleich unter 100 in der Wirtschaftszahl. Währenddessen kriegt der Bergfried wieder mal Probleme. Roten fahren damit nach vorne. Der Triebok versucht, eine Konterfeuer zu geben, wird auch gerade gesniped. Die Roten, okay, die Rote wird auch noch gesniped. Der Bergfried knallt hier ordentlich. Hat eine Kanonenstellung auch mit drin. Also er teilt ordentlich außen. Beide Bergfriede leiden ein bisschen, wobei der in Gelb fast mehr leidet. Feuerlandsreiter können dann wieder aufgeräumt werden. Aber in der Zwischenzeit werden Handkanoniere, Besandrohrschützen, Speerkämpfer und nochmal ein paar Feuerlandsreiter gebaut. Schmiede-Upgrades sind gleich auch vollständig. Da lässt Wonder Enjoyer ein bisschen schleifen, weil Wonder Enjoyer kein Gold hat. Die Handelsroute war das, was ihm Gold gebracht hat. Die Handelsroute wurde halt mehrfach lahmgelegt. Jetzt haben wir hier neue Marktplätze, 16 Händler. Ah, und die, okay, da kommt die Goldrunde. Das gibt es erstmal einen richtig heftigen Zahltag, weil die alle rundum abgeben. Nicht mehr so krass wie früher, aber trotzdem erstmal einen Schub an, jo, erstmal solide 1000 Gold reingetragen. Kann er auf jeden Fall dringend brauchen.
Hat jetzt allerdings drei Kanonen. Bergfried steht immer noch auf beiden Seiten. Wobei der... Mit dem geht es gerade schlechter. Wird noch repariert. Steine werden weniger. Zu dem Zeitpunkt 137, 107 in der Eco. Man sieht, einkommenstechnisch ist Core besser aufgestellt. Bis auf Steine. Steine hat ein bisschen weniger. Und gut, der... In dem Wald, der könnte langsam da auch ein neues Holzfällerlager bauen. Aber überwacht das. Das ist, bekommt er eh Bonusholz raus. Aber man sieht, dass man den Wald jetzt doch so langsam durcharbeitet. Es gibt dann noch die Randwelt, an dem man sich zu schaffen machen kann. Und da kommt der große Push nach vorne, denn der Bergfried soll beschützt werden gegen drei Kanonen. Oh mein Gott, der Bergfried lebt gerade noch. Der hat diesen Volley überlebt. Die Kanonen stehen aber auch noch. Zwei Stück ballern hier mit rein in die ganzen Handrohrschützen. Die Speerkämpfe pieksen auf die Einheiten hier. Auf beiden Seiten ist der Bergfried noch mit dabei. Nicht sicher, wie viel tatsächlich mit dazu schießen. Der in Gelb kann auf jeden Fall aushelfen. Soll nur eine Kanonenschonung kriegen. Kanone Nummer 2 kriegt jetzt Ärger, wird weggesniped von den Handrohrschützen. Ramböcke kommen mit angefahren. Die Schlacht geht jetzt rein über die Mitte. Oh, das sind so viele Armbrustschützen und Elite-Armbrustschützen. Die sind auch richtig krass ausgestattet. Die haben noch keinen Dreier-Fernkampfschuss. Also sie könnten sogar noch mehr Damage machen. Ich glaube, Brandpfeile ist auch nicht mit drauf. Währenddessen leidet aber der Bergfried. Wird der Bergfried am Leben gehalten? Nee, der Bergfried fällt. Der Bergfried auf der anderen Seite steht, wurde tatsächlich komplett wieder hochrepariert. Bienennest ist auch noch mit dabei, aber die Einheiten von Core, die fallen hier gerade ein bisschen schneller. Am Ende erkannte er den Bergfried knacken, aber er verliert den Kampf der Infanterie. Eine Kanone ist da noch mit dabei. Die andere Schützen kiten rückwärts. Es ist noch Bienennest mit am Start. Also je weiter man jetzt vorwärts pusht für Wondenscheuer, umso schwieriger wird sein Vorstoß. Der Triebock richtet sich da auch neu aus, aber nicht sicher auf was genau. Auf die Infanterie wirft jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Ja, man sieht hier die Handrohrschützen am Ballern. Da kommen jetzt nochmal Speerkämpfer nach. Es ist Fernkämpfer versus Fernkämpfer. Es sind 58 Armbrustschützen auf dem Weltkrieg. Der Außenposten hinten wird getroffen. Die Ramböcke werden dessen chillen einfach. Die Kanone peilt wieder den Bergfried an. Der leider ein weiteres Mal. Wirtschaftlich 105, 137. Bisschen was untätig auch. Hinten wird der Triebock gerade gesnappt. Da ist das Bienennest. Wie gesagt, das ist noch eine Gefahr für die Fernkämpfer, wenn das Bienennest hier landet. Es ist aktuell nur eins und es sind immer noch 58 Armbrustschützen. Das sind noch nicht alle hier, oder? Das müssten doch noch irgendwo anders mehr sein. Da hinten ist nochmal eine Welle. Da kommen jetzt auch noch drauf vorne mit an, um die Ramböcke zu stoppen. Die pushen nämlich auch noch weiter. Und es werden einfach Reinforcements hier reingewallied. Reserve, wie man sieht. Core ist am Limit seiner Nahrung schon angekommen. Steine verbraucht auch immer noch, weil er versucht, seinen Bergfried irgendwie am Leben zu halten. Noch hält das Ding auch immer noch. Und die Reiter rennen jetzt auf die letzte Kanone hier an, die da gerade noch lebt. Hinten gibt es immer noch ein bisschen Ärger mit ein paar Reitern, die Economy nerven. Es sind aber jetzt nicht so viele, dass es mega viel Schaden anrichtet. Und die Feuerlanzenreiter schaffen es. Ne, der Speerkämpfer will es. Nein, der Speerkämpfer schafft es auch nicht. Die Kanone lebt mit 8 Hitpoints. Wird am Leben gehalten. Wenn das nützt sich, aber das Bienennest mit den anderen Fernkämpfern durch einige Ambroschützen durchgeschnitten. Da sind jetzt nur noch 30 übrig, also die Hälfte der Ambroschützen ist eingegangen. Und jetzt soll sie an die Dorfbewohner gehen, die da Gold sammeln. Und so viel Gold hat Wondenscheuer nicht. Also sein Goldeinkommen ist nicht so spektakulär. Die Händler werden, die Feuerlanzenreiter hier werden von Reitern abgefangen. Ich weiß nicht, wie ich da auf Händler kommen bin. Und die Kanone hat es jetzt doch erwischt. Und der Push läuft immer noch weiter hier von vorher. Pumpt da weit Einheiten rein. Seine Economy ist einfach die stärkere. Hält da auch ein Bergfried ein bisschen auf. Das gibt auch nochmal Dorfbewohnerverluste. Der Bergfried wird am Ende fertig. Aber es kostet Dorfbewohner 133 zu 49 Kills jetzt. Also krass, wie das Core jetzt hier im Late Game gedreht hat mit der Eco-Situation. Weil ihm kommt weiter Upgrades. Wie man sieht, alles auf Schmiede auf 3. Das hat sein Gegner nicht. Wirtschafts-Upgrades hat er 3-2-2. Das sind sie also gleich auf. Weitere Upgrades folgen. Und da kommt der nächste Schwall an Rampe. Und 7 Stück fahren wir an. Und wollen mehr Gebäude kaputt. Man, darunter die wichtigen Belagerungswerkstätten. Da werden gerade viele Routen gebaut, um das stoppen zu können. Mal sehen, wie viele tatsächlich fertig werden. Die ersten paar Routen kommen jetzt mit dazu. Und die restlichen Einheiten werden weiter zurückgepusht. Und dann dem fehlt hauptsächlich Gold. Da kommen noch seine Brandpfeile mit dazu. Also er könnte weiterhin Reiter bauen, könnte Speerkämpfer bauen. Aber will eigentlich lieber Ambroschützen. Okay, da kommt jetzt ein ganzes Set an Speerkämpfer. Und die Ambroschützen halten ja auch nochmal die Stellung. Die Rampe ist nerven trotzdem. Zerlegen mehrere dieser ganzen Belagerungswerkstätten. Es standen so viele. Die Hälfte ist gerade quasi schon kaputt gemacht. Es werden nochmal ein paar fallen. Es sind einfach so viele Ramböcke hier. Es werden weitere Ramböcke gebaut. Und das schnappt sich Core einen neuen Bergfehl, um die Gewalterstelle zu blocken. Seine Armee sammelt sich noch jetzt mit den ganzen Palastwachen auf. Oder zumindest ein paar Palastwachen. Es werden auf jeden Fall mehr. Und die Ramböcke arbeiten immer noch. Versuchen weitere Produktionsgebäude zu zerstören. Aber die Roten und die restlichen Einheiten, gerade die Reiter, kümmern sich jetzt um alles. Das heißt, die Ramböcke werden ein Ende finden. So bleiben hier zwei Belagerungswerkstätten. Und eine dritte, die brennt. Ja, Bergfried wurde aber fertig. Das heißt, die Position wird weiter verteidigt. Weiterer Rückhaltepunkt. Die Goldader wird leer gesammelt. Goldadern haben wir auch, glaube ich, nicht mehr viel. Da hinten werden die paar Felder noch bestellt. Ne, Goldadern, technisch sieht es wirklich schwierig aus. Die 5000 hängen hier noch ab. Der Rest ist mehr oder weniger aufgebraucht. Die Steine sind noch da, aber das sind auch nur noch 700. Der Mönch, der hier eingebaut wurde, chillt auch immer noch. Nee, ansonsten hat der Spieler in Gelb keine Goldader, wenn man hier gerade rankommt. Die wird vom gegnerischen Bergfried abgekämpft. Die Reiter laufen auch schon wieder durch.
So, Wondenjoyer muss da eben gucken. Und auch sein Holzeinkommen ist mit 800 Punkte nicht mehr so krass. Die Händler laufen hier durch. Die Dorfbewohner sammeln hier. Man hat 116 zu 137 in die Eco. Wo sind seine Dorfbewohner aufgestellt? Einiges auf Nahrung. Klar, die Händler kommen mit dazu. Er sammelt einiges an Stein gerade. Also er will selber weitere Waldfriede ansetzen können. Währenddessen das Burger bei der Lage ist abgebrannt. Die nächsten werden bereits belagert. Also Korb pusht einfach mit der nächsten Welle. Versucht eben jetzt auch hier wieder mit den Feuerlanzenreitern richtig nervig zu sein. Die er versucht tatsächlich die Marktplätze zu snipen. Kriegt den ersten. Der Mönch spielt doch noch eine Rolle. Er heilt seine Kollegen hoch. Alles ist Reiter gegen Feuerlanzenreiter. Man sieht, die Reiter machen nicht genügend Damage. Die Feuerlanzenreiter werden erfolgreich sein. Das bringt das ganze Gold zum Erliegen, das Wondenjoyer hier noch kriegt. Nächste Bergfeed war geplant, wird aber nichts. Und da drüben gibt es dann einfach einen Außenposten. Stein ist jetzt bei beiden nicht da, um Bergfeed zu spawnen. Der scheint, wurde zerstört und nicht gecancelt. Da hat keiner die Steine zurückbekommen. Ja, und der letzte Marktplatz wird auffallen. Das heißt, die Handelsroute kommt zum Erliegen. Das heißt, das Goldeinkommen kommt zum Erliegen. Dorfbewohner versucht das jetzt direkt nachzulegen, weil das auf das Kalt kann man nicht verzichten. Das braucht Wondenjoyer dringend, aber Korb pusht eben weiter und weiter rein. Der bei ihm mangelt es tatsächlich trotz fast 5000 Nahrungspunkte, mangelt es ihm mehr oder weniger an Nahrung, weil die Feuerlanzenreiter da auch ziemlich ins Geld gehen. Die Palastwachen ist selbes Thema. Da wird das Dorf zum, das Hauptdorf zum, das wird gerade abgerissen Stück für Stück. Die Einheiten, die Fernkämpfer geben sich trotzdem Mühe, den Ansturm der restlichen Einheiten zu stoppen. Die machen auch keinen schlechten Job, wie man sehen kann. Lassen viele Einheiten hier auflaufen. Wenn es das Hauptgebäude wird repariert, das sollte es durchhalten. Die Rammböcke werden weniger. Und die Einheiten hier werden auch aufgehalten. Also Chor kommt hier nicht durch. Es hat jetzt auf sehr viel Palastwachen umgeschwenkt und weitere Upgrades folgen, darunter Elite-Armee-Taktiken, Belagungsfachkenntnisse, die Feuerlanzenreiter sind immer noch unterwegs, die Reiter da mit dem, die Händler mit dem Bodyblock, die kündigen Ritter jetzt mit dabei, damit kriegt man das endlich in den Griff, massenhaft neue Marktplätze sollen gebaut werden, aber goldtechnisch passiert halt gerade nicht viel für den Spieler in Gelb, hat sich wirtschaftlich aber wieder höher gebaut, also wieder bei 120, das ist ein Chor, sammelt sie jetzt auch nochmal, das ist ein Kaiserpalast hier, tatsächlich ein Wahrzeichen fehlt ihm noch. Das wäre das Torhaus der großen Mauer, das sieht man mit Division, die man da hat. Da sieht man den roten Palast da drüben. Der hat bisher noch fast gar keine Rolle gespielt in diesem Game, der rote Palast. Weil der Kampf sich dann komplett über die Mitte geschoben hat die letzte Zeit. Die Gold hat aber da nicht mehr lange halten. 1600 Gold nur noch. Dann wird Kor wahrscheinlich noch nach vorne wandern, um die hier leer zu sammeln. Dann muss er sich auch Gedanken machen, wie das zukünftig angeht. Weil er hat nach wie vor auf eine Handelsroute verzichtet. Er hat Steuergold, das bringt ihm ein bisschen was ein. Aber ich glaube nicht, dass Steuergold alleine reicht. Und okay, der Rote Palast scheint das nächste Ziel zu sein. Da kommt ein ganzer Zug an Rammböcken angefahren, um hier anzugreifen. Ja, das sind hier laufen nochmal Feuerlanzenreiter durch und linken ab. Wirtschaftskills inzwischen 150 zu fast 50. Also Wondenjoyer hat inzwischen mehr Economy verloren, als er auf dem Feld hat. Er hat fast 300 gebaut mit Händlern und Dorfbewohnern. Da werden nochmal ein paar mehr fallen. Die Verluste werden nochmal ein bisschen größer. Die Einheiten hier versuchen das zu stoppen. Trotzdem ein paar Dorfbewohner erwischt es dabei. Und ja, die Rammböcke fahren hier einmal doch, da war eine Steinmauer geplant, aber dann kam der eine Angriff hier durch mit den Feuerlanzenreitern. Da kommen jetzt einfach nochmal Feuerlanzenreiter. So, Kor macht jetzt einfach, was er will. Aber man sieht, sein Gold ist auch nicht mehr so üppig. Er hat noch einiges an Holz. Aber da ist schon auch hier und da ein bisschen Mangel am Start. Damit jetzt sammelt sich hauptsächlich Palastwachen. Und da ist der Rambok-Zug zum Roten Palast. Der hat einiges Netpoints, der wehrt sich. Aber da ist momentan nichts dagegen. Doch, die Dorfbewohner kommen angelaufen in Masse. Ja, das sind die Feuerlanzenreiter, wollen wieder durch bis zur Handelsroute. Da wurde ein bisschen was wieder aufgebaut. Also die 32 Händler laufen jetzt. Die Dorfbewohner, die hier Holz sammeln, kriegen auch Ärger. Wie steht's um den Roten Palast? Der wird nicht überleben. Ich meine, der kann repariert werden. Das ist dann nicht so tragisch. Aber man verliert dafür einige Rammböcke. Dafür die Dorfbewohner aber halt auch nicht am Arbeiten, sondern hier im Einsatz, im Kampfeinsatz. Das ist jetzt 12.900. Das ist bei 113 in der Economy nicht so geil. Gut, die Händler werden nicht mit eingerechnet, aber die Händler können jetzt auch nichts mehr tun. Die Marktplätze wurden wieder zerstört. Also es ist wirklich von der Economy von Wondenjoyer nicht viel aktiv. Sein Einkommen ist ziemlich mies. Er lebt von seiner Reserve. Die Frage ist, wie lange hält seine Reserve? Korb versucht wieder ein bisschen Druck zu machen. Seine Rammböcke sind draufgegangen. Der Rote Palast wird repariert. Es dauert ein bisschen, kostet wieder mal Dorfbewohner Arbeitszeit. Und ja, hier kommen einfach die nächsten Reinforcements. Die Gold hat es aber gleich leer. Und Chor wird hier ein weiteres Mal aufgehalten, wie es aussieht. Also wirklich die Fernkämpfermasse, die Ambroschützen plus Bogenschützen, die da mit drin sind, ein paar andere Schützen auch mit dabei, schaffen es, durch die ganzen Palastsachen durchzuschneiden. Und die haben auch einiges Hitpoints, aber halt auch nicht endlos. Somit die Fernkämpfer machen einen sehr, sehr guten Job. Und man sieht, Chor will nochmal einen Satz nach vorne mit einem Bergfeed, weil er will diese große Golder. Das sind mal 5000 wichtiges Gold, die man unbedingt haben möchte. Er wirft ja auch sehr viel Einheiten rein. Inzwischen sind wir bei 86 zu 71.000 zerstörte Ressourcen. Also Wondenjoyer hat 15.000 mehr zerstört. Somit Chor wirft hier schon viele Einheiten rein, den Kampf, um seinen Gegner zu brechen. Aber bisher, er bricht nicht so ganz durch. Er macht viel Damage, aber Wondenjoyer kriegt meistens wieder die Kurve. Hat jetzt aber 40 untätige Dorfbewohner.
Die drüben sammeln jetzt hier erstmal Holz. Nicht sehr, wo die ganzen... Okay, das waren die Händler, glaube ich. Zumindest ein Teil davon. 19 sind sie mal wieder in Bewegung. Man sieht, die Fernkämpfer halten immer noch die Stellung. Aber der nächste Bergfried kommt. Das heißt, Wonderjoy muss wieder ein bisschen rückwärts. Und er flieht, wie man sieht, Produktionsgebäude. Die Dorfbewohner versuchen da ihr Bestes. Aber mit Pfeilen macht man wenig. Man braucht die Fackeln, um das in den Griff zu kriegen. Die Fernkämpfer ballern hier immer noch, so gut es geht. Und wie man sieht, ist kein Holz mehr dafür, Wonderjoy. Dafür hat er jetzt aber Gold. Nahrung ist noch ein bisschen was vorhanden. Das Dorf sind im Snipe da auch ein bisschen mit. Die Fernkämpfer geben immer noch ihr Bestes, die roten Snipe mit hinten auch rein. Das wird ja einfach immer noch abgetauscht, was das Zeug hält. Die Rampwerk ist immer noch unterwegs. Der eine ist aber zum ziemlich genau mit 60 Hitpoints. Der andere sorgt noch für Ärger an der Mühle. Die Dorfbewohner werden auch niedergestorben. Sind gleich bei 200 Eco-Kills. Ja, 197 und 95 sind übrig. Also das nimmt kein Ende. Und wie man sieht, der Flut, die Flut von Einheiten von Korn nimmt auch kein Ende. Trotz seiner Ressourcenmangel, er bleibt bei 200 Bevölkerung, sammelt sich das Gold jetzt wieder rein und wirft einfach weite Einheiten auf seinen Gegner drauf und hat auch hier, wie man sieht, Feuerlanzenreiter drin an Dorfbewohnern, an der Economy, um das weiter zu stören. Wie man sieht, Marktplatz tut sich immer noch nichts Neues. Da wird jetzt wieder mal einer gebaut, nachdem die Feuerlanzenreiter da lange gestört haben. Sperrkämpfer kümmern sich drum, aber der Rest der Armee wird eigentlich hier auch gebraucht, um das in den Griff zu kriegen. Da nerven die Bergfriede, da kommt man nicht wirklich vorwärts. Zur Wonderjoy ist es irgendwie immer nur noch ein weiterer Schritt zurück. Und der Bergfried leidet jetzt auch an den ganzen Rammböcken, die immer noch übrig sind. Die wurden noch nicht zerstört. Für den Bergfried sieht es schlecht aus. Der Außenposten hilft da auch wenig. Bergfried fällt. Das heißt, die ganzen Einheiten werden teurer, weil die man da bauen möchte. Und natürlich die Verteidigung fehlt auch von der Ecke. Und hier wuselt es in der Mitte immer noch. Da kommt dann noch das dritte Holz-Upgrade auf die Eco. Es kommt spät, aber es kommt, dass einfach schneller mehr Holz reinbekommt. Da wie man sieht, Holz ist absoluter Mangel. 2000 Nahrung, 3000 Gold, aber absolut kein Holz. Steine sind jetzt eh kaum noch ein Thema, weil keine Steine mehr auf der Map sind, mehr oder weniger. Zumindest nicht mehr viel. Vielleicht noch ein paar Reste. Die Einheiten stürmen weiter und weiter rein. Das noch weitere Marktplätze, um die Handelsroute aufzustocken. Dass man auch eine kürzere Handelsroute laufen lassen kann. Aber aktuell für Wonderjoy jetzt ist sein Militär gebrochen. Er hat seine Fernkämpfer nicht mehr. Er hat noch 8 Speerkämpfer. Und damit sieht das Ding mehr oder weniger gelaufen aus, weil er blutet jetzt mehr und mehr. Economy wird immer noch kleine 226 Kills und 79 übrig. Und da kommt dann das GT tatsächlich. Core übersteht das. Man bedenkt, wie schlecht es um ihn stand im Midgame, aber im Late-Game kriegt er das deutlich besser in den Griff. Seine Runbys zerlegen den Gegner Stück für Stück. Da sieht man den Durchhänger hier von Core, der auch lange ging in der Anzahl der Einheiten. Da war eine Dorfbewohner nicht besser als sein Gegner und in dem Militär war ja gar nichts mehr da. Aber dann ab Imperialzeit, wie man sieht, tatsächlich wie konstant seine Dorfbewohnerzahl blieb. Also er hat da gar nichts weiter verloren. Einzig Wonderjoy hat nur noch Verluste einstecken müssen. Hat immer wieder versucht, die auch nachzubauen, aber es kamen immer noch mehr mit dazu. Das ist diese Phase. Also Minute 23, wo Core einfach nichts mehr hatte. Schlechtere Eco und kein Militär. Aber Wonderjoy hat das Game dann einfach laufen lassen und Core hat sich davon erholen können. Und das dann wieder in den Griff gekriegt. Ja, mit Händlern zusammen war die Wirtschaftszeit der Franzosen lange besser. Aber am Ende nicht genug. Und dann haben sich die Verluste einfach Stück für Stück gestapelt. Man sieht am Ende Cores Ressourcen. Es war ein Puffer da. Der Puffer ging aber dann nie über ein gewisses Level. Hat sich immer auf einem ähnlichen Niveau gehalten, weil konstant gekämpft wurde. Und Wonderjoy, ja, hatte dann deutlich mehr Schwierigkeiten, das alles zu ersetzen, was man vorhat. Er hat zwar besser getradet für über eine längere Phase, aber einfach nicht genügend Ressourcen gehabt, um das in den Griff zu kriegen. Ja, Quade, wow. Das ist einiges mehr an Nahrung. Das sind, nein, nicht ganz, sind 35.000. Zudem auch 20.000 mehr Holz, doppelt so viel Stein. Und Gold waren sich dafür fast gleich. Also einfach der Pulk hier, gerade Holz und Nahrung, ist einiges mehr gewesen. Und damit gewinnt Quade dieses Ding. Aber musste sich da wirklich aus dem Loch rausarbeiten. Es war nicht einfach. Ich glaube, andere hätten da fast schon GG geworfen. Aber Core blieb dran und das hat funktioniert. Das war's mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.